Mit ein paar Hintergrundgeräuschen könnt ihr eure Videos noch lebendiger gestalten und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit hallo und willkommen zu diesem neuen Tutorial-Video. Wir arbeiten heute wieder mit dem Video vom letzten Mal, wo ich euch das mit den verbesserten Blenden gezeigt habe. Und heute kümmern wir uns nochmal ein bisschen um das Sounddesign. Das habe ich bisher immer ein bisschen vernachlässigt und ich möchte euch dann ein bisschen zeigen, wie ihr mithilfe von Foley-Sounds eure Videos noch lebendiger gestalten könnt. Also legen wir direkt los. Ja, wenn ich mir das Video so angucke, dann sieht das schon alles ganz nett aus, aber da fehlt mir noch so ein bisschen mehr Urlaubsfeeling, ein bisschen mehr Stimmung. Und das kann ich ganz einfach realisieren, indem ich da zum Beispiel so ein Meeresrauschen hinterlege oder ein paar Naturgeräusche. Und Premiere Elements hat dafür sogar eine eigene Bibliothek für derlei Sounds und darum kümmern wir uns jetzt zuerst. Aber vorher gibt es noch eine kleine Nachricht vom heutigen Videosponsor. Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung von Wondershare Filmora 12 entstanden. Filmora 12 ist nicht nur ein einfacher und leicht zu bedienender Videoeditor, sondern hat auch eine coole Bildschirmrekorder-Funktion. Und dieser Bildschirmrekorder ist nicht nur einfach zu bedienen, ich kann auch ganz viele Einstellungen nach meinen Wünschen ändern, sogar den Mauszeiger anzeigen lassen, verschiedene Bildschirme auswählen, die Auflösung auswählen oder auch die Bildwiederholrate. Und dank dieses Bildschirmrekorders ist auch dieses Video hier entstanden, was ich ganz einfach aufnehmen konnte und dann auch direkt in Filmora 12 bearbeiten konnte. Denn das Praktische ist, wenn ich die Aufnahme stoppe, dann wird mir die hier direkt in Filmora 12 reingeworfen und ich kann sofort anfangen, das Ganze zu bearbeiten und dann für euch hochzuladen. Und wenn ihr das selber ausprobieren wollt, dann benutzt die Links in dem angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch eine kostenlose Testversion von Filmora 12 runterladen und schauen, ob euch das gefällt oder eben auch nicht. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir durch mit unserem eigentlichen Video und wünsche euch dabei viel Spaß. Okay, ich möchte jetzt hier loslegen und so ein bisschen Meeresrauschen da drunter legen und vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher, mal gucken, was wir so finden. Und ihr findet solche Hintergrundgeräusche bei Premiere Elements in der eigenen Bibliothek unter diesem Audio-Button. Und dann könnt ihr hier unter dem Dropdown-Menü Soundeffekte auswählen. Ich mache jetzt hier einfach mal alles einblenden. Da gibt es zwar eine ganz solide Auswahl, aber es ist jetzt nicht so überwältigend viel. Ihr solltet aber für die meisten Zwecke da was finden und man kann sich die dann natürlich auch wie die Musikstücke hier schon mal anhören. Das habe ich natürlich schon mal zur Vorbereitung gemacht und wenn ich jetzt hier naturnah am Wasser abspiele, ja, dann hört sich das doch schon mal ganz gut an. Aber wir wollen, glaube ich, als erstes mal hier ein bisschen Ozeanstrand einfügen. Und um das jetzt hier in mein Video reinzupacken, brauche ich erstmal noch eine neue Audiospur. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Rechtsklick da drauf, füge eine leere Spur hinzu, Videospur 0, Audiospur 1. Und dann erscheint da eine weitere Audiospur. Und dann kann ich jetzt einfach per Drag and Drop diese Tonspur hier reinziehen. Und ihr seht, die ist natürlich jetzt ein bisschen lang. Das heißt, ich kann die jetzt auf die Länge anpassen, wie ich das gerne in dem Video hätte. Und ich würde sagen, alleine wegen dem Kontext machen wir das mal hier, bis sie hier die Kokosnuss ausschlürft. Die ist ja immer noch am Strand. Und wenn ich jetzt hier mal die Musik dazu ausmache, dann kann man da einmal drüber hören. Ja, man hört da jetzt so ein bisschen Geplätscher, aber ich finde, da fehlen noch so ein bisschen die Naturgeräusche. Das heißt, so ein paar Vögel oder was wären ja nicht verkehrt. Und da wollen wir mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht ist diese Natur am Wasser nicht verkehrt. Wir nehmen mal Natur am Wasser, da ist die Varianz ganz gut, was so die Geräusche angeht. So, und dann kann ich jetzt hier nochmal eine Spur hinzufügen. Das heißt, wieder keine Videospur, dafür aber eine Audiospur. Und daran kann man dann sehen, warum Kinoproduktionen aus so unendlich vielen Spuren bestehen, wenn da nämlich solche Sachen immer noch hinzugefügt werden. Also ziehen wir das jetzt auch nochmal darüber. Ja, ihr merkt schon, das blendet so von den Geräuschen so ein bisschen ineinander. Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen sehr leise. Und hier am Anfang ist mir noch ein bisschen zu viel Überstand. Das kann weg. Und dann würde ich sagen, lohnt es sich jetzt sogar mit dem Audio-Mixer zu arbeiten, den ihr hier unter Werkzeuge findet. Dann Audio-Mixer. Und dort könnt ihr dann die Spuren ineinander mischen. Ich ziehe das mal hier ein bisschen größer, sonst sieht man da schon nichts mehr. Und ich habe jetzt hier Audio 5 und 6. Das ist natürlich ein bisschen unbestimmt. Da kann ich jetzt hier die Spuren, wenn ich so viele habe, mehr umbenennen und sage das jetzt da hier Meeresrauschen. Ist wieder schwierig heute was zu tippen und das nennen wir einfach mal hier Tiere Hintergrund. Okay. So, und dann wird das hier auch in dem Smart Mixer so übernommen, sodass ich dann genau weiß, welche Spur ich hier ansteuere. Und ich würde sagen, wir ziehen das mal so ein bisschen lauter. Es ist jetzt ja sehr leise gepegelt alles, aber vielleicht machen wir das mal
so auf minus 3 vielleicht. Ja, denn das liegt daran, dass die Musikspur von Premiere immer höher gepegelt wird als alles andere. Und wir hören mal eben kurz rein. Ja, und jetzt hört ihr sogar das Rauschen und vielleicht sogar ein bisschen Vogelgezwitscher, während im Hintergrund die Musik läuft. Und ich finde, man kann die sogar noch weitergehen und das noch einen Ticken lauter machen, weil diese Spuren ja doch relativ leise sind. Also auch hier ist es so ein bisschen gefühlsmäßig, das zu machen. Lassen wir das mal eben kurz laufen. Also da würde ich sagen, bekommt man doch Bock auf Urlaub, oder nicht? So, jetzt habe ich euch ein bisschen die interne Bibliothek von den Soundeffekten gezeigt, aber ich habe hier eine Stelle, wo ich das auf jeden Fall auch nochmal machen möchte, und zwar hier, wo sie am Surfen ist und dann glücklicherweise diese Welle kommt, die mich dann unter Wasser wirft, und hier möchte ich gerne so ein, weiß ich nicht, wie nennt man das, ein Blubbergeräusch oder so ein Unterwassergeräusch, keine Ahnung, Tauchgeräusch, ja, irgendwie sowas einfügen. Das hat Premiere Elements leider nicht im Angebot, und das ist aber kein Problem, denn wir haben ja unsere Lieblingsseite pixabay.com oder pixabay.de, die kennt ihr ja mittlerweile auch aus meinen Videos zu kostenlosen Soundeffekten und Musiktracks, und da kann ich jetzt einfach auf Soundeffekte klicken, und ich möchte jetzt hier irgendwie sowas in Richtung Tauchen haben. Das heißt, ich kann jetzt hier Dive mal eingeben, vielleicht kommt da was. Okay, jetzt habe ich hier schon ein paar Sachen. Das ist eigentlich nicht schlecht, 5 Meter Dive. Und das so ein bisschen als Hintergrundrauschen. Das heißt also 5 Meter Dive und Moving Low Frequencies finde ich nicht schlecht. Die beiden möchte ich auf jeden Fall haben und kann dann hier einfach auf Download klicken und dann wird mir das auf meinem Rechner gespeichert. Und diese Soundeffekte kann ich dann natürlich ganz einfach, wie ich Mediendateien hinzufüge, auch in meine Projektelemente einfügen und kann die dann anschließend hier in mein Projekt integrieren. Jetzt ist es natürlich so, dass das nichts mit diesen anderen Hintergrundsounds zu tun hat. Ich könnte jetzt natürlich hergehen und das alles in dieselbe Spur legen. Das wird dann vielleicht ein bisschen unübersichtlich, je nachdem wie viel das wird. Und vor allem auch, weil die sicherlich anders ausgesteuert sind als die Premiere eigenen Soundeffekte. Das heißt, ich mache nochmal zwei neue Tonspuren. Ja. Und ich mache hier 0 Videospuren, dafür 2 weitere Audiospuren. Und ihr seht, jetzt muss ich hier sogar schon hochscrollen, weil hier immer mehr Platz von meinen Spuren eingenommen wird. Und jetzt fangen wir mal erstmal an mit diesem Tauchgeräusch. Das will ich genau hier auf den Übergang legen. Das heißt, hier in diese Spur Nummer 6. Ich mache mir das mal größer und benenne das auch mal um in Abtauchen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt muss ich mir natürlich meine Timeline auch noch mal größer ziehen, damit das genau passt. Ich denke mal ab hier so vielleicht. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Und dann möchte ich gerne hier diese andere Audiospur in, weiß ich nicht, Unterwasser umbenennen. Und ihr seht jetzt natürlich hier schon an der Pegelung, die sind ein bisschen lauter als die von Premiere. Das ist das, was ich eben gerade meinte. Und deswegen öffne ich jetzt mal wieder den Smart Mixer, ziehe mir das größer und will auf jeden Fall dieses Unterwasser-Ambience ein bisschen leiser haben. Vielleicht so auf 12. Das soll ja nur so ein Hintergrund Rauschen sein. Das können wir hier ruhig mal noch einen Ticken lauter machen. Ja, das hat doch was, oder nicht? Vielleicht ist das mit dem Abtauchen noch ein bisschen zu laut, weil das jetzt doch sehr penetrant dann rüberkommt. Und ihr merkt ja, es passt halt nicht so ganz hundertprozentig, aber das ist halt der Nachteil mit diesen, ja, Stock-Audio-Effekten. Dann mache ich hier am Ende von dem Hintergrundrauschen nochmal ein paar Keyframes, um das Ganze ausblenden zu lassen. So, zack, da habe ich es getroffen. So, und ziehe das hier runter, damit sich das auch harmonisch in den Rest des Videos einfügt. Und ich glaube, damit bin ich dann schon ganz zufrieden. Ja, und so könnt ihr mit verschiedenen Soundeffekten eure Videos noch ein bisschen lebendiger gestalten. Das ist vielleicht ein bisschen fummelig und natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit, aber je nachdem, was ihr zeigen wollt, kann sich das durchaus lohnen, und ihr habt jetzt schon mal einen Einblick auch in professionellere Produktionen bekommen. Also es ist durchaus üblich, dass auch in diesem Kontext mit solchen Sounds gearbeitet wird. Falls das Video für euch hilfreich war, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Das unterstützt den Kanal hier kostenlos, und ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz bald beim nächsten Video wieder.